Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei NerdsFD. Ich bin's, Ronny, und das ist die Amazfit T-Rex, die ich mir jetzt angeschaut habe. Das ist wahrscheinlich, ich kenne zumindest kein anderes Modell auf dem Markt, die einzige Smartwatch, die robust ist und nach militärischen Bedingungen wasserdicht ist oder sturz- und sturzfest ist. Wasserdicht ist er nur nach 5 ATM. Preislich bewegen wir uns hier bei 130 Euro Import und in Deutschland gibt es sie auch schon bei 140. Was sie jetzt kann und ob sie sich zu den anderen Amazfit-Uhren sonst noch unterscheidet, wollen wir natürlich schauen. Um das Ganze mal einzuordnen, habe ich mal die GTR Lite bzw. die GTS mit dazwischen gepackt. Hier sieht man dann schon einmal, wie die Dimensionen sich jetzt bei der T-Rex verändert haben, bzw. man sieht es auch anhand der Dicke. Da ist die Uhr schon deutlich angewachsen und ist jetzt noch wuchtiger, als es sonst schon der Fall war, wenn man mal jetzt hier die Lite beiseite packt. Wer mit der dicken, auffallenden Optik nichts anfangen kann, ist wahrscheinlich auch kein Casio G-Shock-Fan. Das Design gab es ja quasi schon in den 90ern. Der große Unterschied jetzt bei dieser Uhr ist, dass wir zusätzlich noch 2 Buttons haben. Das heißt, ich kann die Menüs mit hoch und runter hier direkt bedienen. Ich kann zurückgehen bzw. auch bestätigen. Das können die wenigsten Uhren. Da hat man meistens nur so einen Select-Button oder einen zweiten Taster, bzw. ich muss sonst immer den Touchscreen benutzen. Der ist hier 1,3 Zoll groß und auch mit 360x360 Pixel aufgelöst. Rückseitig befindet sich dann A, das CE-Zeichen und B, auch hier der Pulsmesser. Ansonsten ist das Gehäuse sehr leicht. Das wirkt nicht so stabil, wie sie höchstwahrscheinlich ist. Ich habe es jetzt nicht ausgetestet. Was ich mir dabei aber gewünscht hätte, wäre, dass nicht nur 5 ATM Wasserdichtigkeit, sondern IP68 verteilt gewesen wäre. Das heißt, hier kann ich zwar schwimmen und baden mit, aber tauchen zum Beispiel nicht. Und da sollte man dann, wenn man sowas macht, dann auf andere Uhren zurückgreifen. Das Gummiband ist aus Silikon, ist sehr flexibel. Das sieht man schon. Von der Bandhalterung her ist es jetzt etwas anders. Das heißt, ich kann das hier so ein bisschen rüberziehen und abmachen. Somit kann ich aber nicht jedes Band dann benutzen, was ich ganz gerne hätte. Das ist jetzt natürlich auch dann wieder ein Nachteil. Dafür, dass die Uhr so robust sein soll, wiegt sie gerade mal 4 oder 5 Gramm mehr als die GTR Lite. Da warte ich eigentlich bei der Aussage, das ist eine robuste Outdoor-Uhr, da erwarte ich irgendwie gefühlt auch so ein bisschen mehr als nur Kunststoff. Das wirkt jetzt halt einfach nicht so stabil, wie sie höchstwahrscheinlich ist. Wie gesagt, ich hau jetzt hier nicht mit dem Hammer drauf. Ich will jetzt das Corning Gorilla Glass 3 jetzt auch nicht irgendwie zerstören oder das Display zerkratzen. Aber es wirkt halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die ist tatsächlich sehr leicht. Und wie gesagt, wenn sie dann für den Moment, wo man sie im Outdoor-Bereich braucht, auch standhält, dann ist es natürlich völlig ausreichend. Äußerlich mögen sich hier die Geister scheiden, das heißt, entweder gefällt es oder nicht und ich kann es absolut nachvollziehen. Ansonsten ist es intern genau das gleiche, was die ganzen anderen Amazfit-Uhren auch schon auf die Reihe gebracht haben. Das heißt, wenn ich von links nach rechts gehe, sehe ich da eingehende Nachrichten, die ich nicht beantworten kann, aber lesen kann, je nachdem, was es für eine Nachricht ist. Von unten nach oben habe ich dann immer diese großen Menüs mit so ein bisschen dem Tagesablauf, die auch immer noch nicht ganz flüssig laufen. Ich kann den aktuellen Puls sehen, wenn gemessen wird und ich habe hier den Zugriff auf die Schnelleinstellung. Wie gewohnt kann ich natürlich auch die Watchfaces ändern, das heißt hier kurz draufhalten aufs Display und dann kann ich hier durchwischen und mir neue auswählen. Allerdings sind die alle sehr, sehr dunkel. Wirklich farblich bunt gibt es hier nichts. Ist zum Vorteil natürlich, dass das Display weniger darstellen muss, was Farbe angeht und Helligkeit. Dementsprechend ist das wahrscheinlich auch besser für die Akkulaufzeit. Wenn ich dann von rechts nach links gehe, habe ich dann im Prinzip die einzelnen Programme oder Funktionen wie den Status. Das ist quasi im Prinzip ähnlich, wie ich das gerade schon gezeigt habe, nur ein bisschen ausführlicher, aber viel mehr ist es auch nicht. Ansonsten Herzfrequenz, ich habe die verschiedenen Trainingsmodi, wo dann das GPS mit auch angesprochen wird. Hier muss ich sagen, gibt es eine große Neuerung. Gibt es natürlich wieder ein paar mehr Sportfunktionen, aber das GPS ist innerhalb von wenigen Sekunden gefunden. Ich sage jetzt mal so 15 bis 20 und es ist ziemlich genau. Das hatte ich ja bei der GTR noch ein bisschen bemängelt. Man sieht die Aktivitäten, ich kann hier dann das Ganze durchschauen, sehe, wie das GPS funktioniert hat. Hier sieht man auch nochmal, dass es gut funktioniert. Auch hier wird dann Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, der Herzfrequenzbereich abgemessen, der Puls und all das. Auch hier läuft es immer noch nicht flüssig, da merkt man, dass hier die gleiche Hardware verwendet wird und alles andere muss ich dann eh in der App anschauen. Ansonsten Wetter, Musik. Musik kann ich per Remote Control bedienen. Mein Telefon ist allerdings leise gestellt, das heißt, da kommt jetzt gerade nichts raus. Das ist gerade über Spotify, Musik auf die Uhr zu bringen oder per Bluetooth-Headset zu koppeln. Das funktioniert leider nicht, das heißt, ich bin nur auf die Musik eingeschränkt, die ich auf dem Smartphone habe und die kann ich auch nur auf dem Smartphone wiedergeben. Ja, zum Alarm ist selbsterklärend, Erinnerungen und Ähnliches ist, glaube ich, auch selbsterklärend, funktioniert auch gut. Timer ist auch selbsterklärend, funktioniert. Zeitkontrolle, das heißt, nach einer Minute will ich dann geweckt werden oder eine IO-Uhr stellen. Das funktioniert auch, wenn das Display aus ist. Telefon suchen, dann gibt es noch den Kompass.
Der zeigt mir dann natürlich auch korrekt die Richtung an, wo Norden ist. Und dann habe ich nur noch die Einstellung, um die Display-Helligkeit bzw. dass die Watch-Faces zu ändern. Das Wechseln geht hier auf der Uhr schnell. Will ich das in der App machen, dauert das teilweise 2-3 Minuten. Und ansonsten kann ich das Always-On-Display noch aktivieren. Und dann war es das schon. Der Funktionsumfang hat sich nicht erhöht. Es ist weiterhin alles nur sehr, sehr rudimentär, was man hier bekommt. Und alles andere schauen wir uns einfach mal ganz kurz in der App an. Ja, zum Verbinden nutze ich die Amazfit App. Von der Optik hat sich so ein bisschen was geändert. Das heißt, ich kann hier einfach überall drauf drücken. Ich kann den Verlauf sehen. Dann sieht man auch, dass hier die Messergebnisse sehr identisch sind, weil mein Tagesablauf schon recht gleich ist. Am Wochenende waren wir ein bisschen schneller unterwegs, das heißt, oder länger unterwegs. Da sieht man, dass die Messung der Schritte auf jeden Fall schon mal in Ordnung ist. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten kann ich den Schlaf anschauen. Da bin ich jetzt mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, weil teilweise die Schlaflosigkeit zu kurz war oder zu lang war oder teilweise auch bei Null stand, wie hier zum Beispiel. Es gibt aber auch nicht wirklich Tipps, wie bei Honor oder bei Huawei, wie man seinen Schlaf dann verbessern kann, außer ja, hier geht einfach früher ins Bett und fertig und der Tiefschlaf ist zu kurz, aber wie ich das ändern kann, das sehe ich nicht. Das ist, wie gesagt, das nutzt man höchstwahrscheinlich eh nicht so oft. Ansonsten Pulsmessung. Funktioniert für meine Begriffe aber immer noch zu langsam und auch nicht so genau, wie ich sie brauche. In dem Bereich, ihr könnt jetzt gerne raten, war ich mit dem Fahrrad unterwegs und hatte erhöhten Puls. Man sieht es in der App kaum. Irgendwo da auf dem Vormittag habe ich meinen höheren Puls gehabt und hier auf dem Nachmittag bin ich eigentlich Fahrrad gefahren. Da bin ich auf 90er Puls gekommen. Gefühlt müsste ich aber bei 110 oder 120 gewesen sein. Mag aber auch immer mit der Position am Handgelenk zusammenhängen. Und da haben wir eigentlich wieder das gleiche Problem wie bei den alten GTS oder bei den alten Amazfit Uhren. Die Werte sind soweit gut, brauchen aber, bis sie gefunden werden oder bis sie richtig gezählt werden. Und es dauert halt einfach zu lange. Und in meinem Fall war es aber auch zu gering. Also ich würde da jetzt auch nicht so den Wert drauflegen oder den Fokus drauflegen und sagen, okay, das ist hundertprozentig mein Puls. Da würde ich dann auch auf andere Geräte zurückgreifen. Ansonsten kann ich, wie gesagt, auch meine gefahrene Strecke nochmal anschauen. Das GPS-Signal, wie schon erwähnt, ist sehr schnell und auch präzise. Das hat mir gut gefallen. Die gefahrenen Kilometer haben auch soweit übereingestimmt mit dem, wie ich die Strecke fahre. Passte das? Ansonsten gibt es eben die Ziele, die ich erreichen kann. Dann gibt es hier unten noch eine Menge an Daten, mit denen ich nicht weiß, wie ich die füllen soll. Pi ist so eine Art Motivationsprogramm zum Sport machen, aber dann gibt es halt eben Körperpunktzahl, irgendwelche Sauerstoffgehälter oder Trainingsintensität. Gut, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht viel Sport gemacht, weil es aktuell nicht möglich ist. Brustumfang, Taille und Co. muss ich alles manuell eingeben. Dann gibt es das Gewicht, was ich eingeben kann. Dann gibt es die Körperzusammensetzung. Auch hier weiß ich nicht, wo die Daten herkommen. Hier kann ich nichts einstellen. Also auch der Body Mass Index, gut, den könnte ich selber ausrechnen. Und der sagt mir, ich bin fettleibig. Aber das hat was, ja, das ist eh veraltete Daten. Aber auch das zählt ja nicht zusammen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt das Ganze soll. Auch hier mit dem Eiweiß ist nett, aber ich kann damit nichts anfangen, weil es keine Informationen dazu gibt. Ansonsten kann man Freunde mit einladen, man hat die Ziffernblatt-Einstellungen, die sind allerdings eher farblos. Das Ganze ist nicht so quietschbunt wie bei anderen und das Übertragen dauert gut und gerne mal 2 Minuten, bis das dann auf der Uhr ist. Warum das so lange dauert, das weiß ich leider auch nicht. Eigene Ziffernblätter kann ich nicht erstellen, für das meiste wird es aber höchstwahrscheinlich reichen. Aber wie gesagt, die sind alle teilweise etwas unübersichtlich oder halt einfach auch zu dunkel gehalten. App-Benachrichtigung kann ich mir einschalten lassen. Zum Beispiel alles, was ich auf dem Smartphone habe, kann ich dann aktivieren. Durchweg klappt es. Ich hatte aber trotzdem die eine oder andere App, wo es dann einfach nicht vibriert hat. Gerade mit Always-On-Display an hat es bei mir nicht funktioniert. Was die Vibration angeht, ist die immer noch zu kernig, zu fest. Ich würde sie gerne eigentlich, da hört man, leichter setzen. Standard vibriert 2-mal, 3-mal, das hört man. Short ist das, was ich einstellen kann. Auch das ist gleich geblieben. Auch das finde ich immer noch nicht gut. Beziehungsweise manchmal hat es halt einfach auch nicht vibriert. Ansonsten kann ich hier nicht allzu viel einstellen. Ich kann die T-Rex nochmal separat angucken, komme dann aber gleich zu den gleichen Einstellungen zurück. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Kurz gesagt, die T-Rex ist nichts anderes als die GTR, GTS, GTR S Lite, was weiß ich, wie die Dinge alle hießen. Das System ist gleich, hat nicht wirklich viel Verbesserung bekommen. Klar, das GPS funktioniert jetzt besser. Das war's aber schon. Die App ist nach wie vor immer noch unübersichtlich, bringt neue Funktionen mit denen ich nichts anfangen kann.
Externe Geräte kann ich hier nicht mit verbinden. Ich habe aber die Möglichkeit, WeChat, Google Fit oder Strava Daten mit einzubinden. Das ist vielleicht noch von Vorteil. Ansonsten kein interner Speicher, den ich nutzen kann. Ich kann auf der Uhr keine Musik speichern. Ich kann keine Bluetooth-Calls machen. Ich werde nur informiert per Vibration, dass die immer noch zu stark ist, dass eine Nachricht einging, wenn es denn funktioniert, oder ein Anruf. Und den Rest muss ich alles übers Telefon machen. Das heißt, letztendlich ist es ein solider Fitness-Tracker mit immer noch Schwächen in der Datenverarbeitung oder in der Sammlung der Daten. Und zum aktuellen Preis muss ich sagen, dafür, dass die einfach nur ein bisschen robuster ist, aber die gleiche Technik bedient oder sich der gleichen Technik bedient, finde ich es immer noch zu teuer. Da kann ich auch, wenn ich nicht auf dieses Robuste zurückgreifen möchte oder will, zu den normalen Amazfit GTR, GTS, GTS Lite und zurückgreifen. Die sind im Preis teilweise schon gefallen und dann kann ich noch ein bisschen was sparen. Wer ein runderes Messergebnis haben will, eine deutlich bessere Übersicht in der App oder bessere Funktionalitäten wie Bluetooth-Wiedergabe, Mikrofon, Bluetooth-Calls, interner Speicher plus Musik drauf, plus vielleicht Kopfhörer und Bluetooth über die Uhr verbunden, der greift zu der Honor Magic Watch 2, zu der Huawei Watch GT2. Die liegen 20, 30, 50 Euro drauf, bieten aber meines Erachtens eine bessere Software und halt eben auch eine bessere Hardware, was die ganze Tracking-Geschichte und Zusammenrechnung der ganzen Daten angeht. Da war ich deutlich zufriedener. Wer aber wirklich sagt, ich brauche was Robustes, ich mag das Design, der wird wahrscheinlich an der Amazfit T-Rex einfach aktuell gar nicht vorbeikommen, weil, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich kenne keine weitere Uhr, die solche Spezifikationen hat und halt robuster ist. Auch wenn es, wie gesagt, wünschenswert wäre, dass IP68 integriert gewesen wäre. Das heißt wirklich über längeren Zeitraum wasserdicht und nicht nur zum Baden und Schwimmen ein bisschen zum Nutzen möglich ist. Das wäre toll gewesen, hat man halt, wie gesagt, nicht gemacht. Ansonsten ist die Uhr einfach komplett identisch, was Amazfit sonst auch auf den Markt geschmissen hat. So, wenn ihr dann doch noch Fragen haben solltet, rein damit in die Kommentare. Besucht uns auch gerne auf nerdsheaven.de, Facebook, Instagram, Twitch und Twitter. Da sind wir überall zu finden. Und ansonsten macht euch, was haben wir denn, morgen ist Donnerstag oder so, macht euch dann einen schönen Tag, schönes Wochenende oder was weiß ich, welcher Tag bei euch ist, wenn ihr das Video anschaut. Bis dahin, euer Ronny.